Hallihallo miteinander. Ich dachte, wir wenden uns heute mal dem zu, was man eigentlich nicht mag, und zwar Trauerkarten. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Das sind jetzt nur 3 Kartenrohlinge. Die habe ich aus dem Aquarellpapier geschnitten. Die sind 21 x 21 gefalzt bei 10,5. Dann habe ich hier Kartenrohlinge, sind mehr als 3, aber ich dachte, wie man den Kartenrolling auf eine Karte aufbringt, wisst ihr. Die beiden hier haben von der Länge nicht ganz gepasst, aber ich habe mir gedacht, die kann man trotzdem nutzen. Ich muss sie alle noch ein bisschen kürzen, was ich dann noch mache. Dann habe ich hier einmal Versafine, das ist grau, und einmal schwarz. Und 2 Stempelsets, die sind von Kreativdepot. Das sind hier nur Randstempel und hier Trauerstempel. Dann werde ich jetzt ganz schnell mal ohne euch die Karten noch ein Stück kürzen, damit wir sie hier aufbringen können. Und dann geht's weiter mit dem Video. Und weiter geht's. Gekürzt habe ich sie mir alle jetzt auf 20 cm, damit sie hier prima auf die Karte drauf passen. Von der Höhe könnten sie tatsächlich noch einen Ticken kleiner, was aber nicht schlimm ist. Das kann ich immer noch nachträglich schneiden. Trauerkarten. Mag man eigentlich nicht gerne haben, gehört zum Leben dazu. Ich mache jetzt mal mit euch 3 zusammen. Oder ein paar mehr, mal gucken. Und wie gesagt, das Papier hier ist auch von Action. Das ist so ein Block mit den 3 verschiedene Farben. Einmal Kraftpapier, das Grau und Weiß. Ziemlich festes Papier ist es. Und ich benutze meine Stempelhilfe für den Fall der Fälle, dass irgendwann mal was jetzt nicht so super schön abstempelt. Und dann gucke ich mal, welches Stempel ich werde am besten jedes Mal nutzen, damit ihr das mal angucken könnt. Das Stempelset heißt Set Stiller Gruß 1. Hier steht es. Stiller Gruß 1. Dann lege ich die Karte wie immer hier an der Ecke an, damit es gleich ist. Und ich glaube, ich nehme diesen hier oben. Wie man sieht, habe ich die schon benutzt. Ist immer nicht schön, wenn man eine Trauerkarte macht, aber es bleibt halt nicht aus. Bei Trauerkarten mag ich es gerne schlicht, wenn ich auch sonst immer so Bäm mache und das besonders gerne mag, finde ich das bei Trauerkarten nicht angebracht. Also ich persönlich, ich mag das nicht, wenn es zu überladen ist, und deswegen mache ich die schlicht. Schlicht und ja, zurückhaltend, dem Anlass angemessen. Denn wie immer tippen, drücken, machen, und sieht sehr schön aus. Dann mache ich mal noch eine zweite mit dem hier. Noch mal, ich mache das mal mit links, weil ich hier einmal über die Kamera rüber gehe, dass ihr das dann nicht seht. Nicht zu fest aufdrücken, lieber tippen, dann sieht es schöner aus. So, Karte Nummer 2, die lege ich hier mal rüber, den Stempel sauber machen. Ich finde dieses Stempelset sehr, sehr schön. Es ist sehr zurückhaltend und schön. Einfach, ich finde es sehr berührend. Und wenn man so eine Karte bekommt, ja, dann will man ja einfach nur ein bisschen Anteilnahme haben.
der Schmerz ist ja, ja, er vergeht nicht durch eine Karte, aber man, das berührt das Herz, wenn man eine Karte kriegt, wenn man sie braucht. So. Dip, dip, dip. Gestern hatte ich ja mein erstes Live-Video und das hat echt Spaß gemacht. Also ich fand es richtig gut. Ich fand es sehr angenehm. Ich habe dann hinterher einen Fehler gemacht, dass ich offensichtlich den Chat nachträglich nicht lesbar mehr ist. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe. Ich muss das beim nächsten Mal nochmal testen. Und dann hoffe ich, dass ich das beibehalten kann. So, dann nehmen wir den nächsten Stempel. Machen den hier wieder ran. Dann gucke ich mal. Ich wollte ja von jedem mal machen. Nächste Karte. Entschuldigung. Es ist ein bisschen schwierig, eine lockere Konversation zu führen, wenn man zu einem ernsten Thema Karten macht, finde ich. Sonst habe ich ja nicht so das Problem, zu reden und euch ein bisschen zu unterhalten. Aber bei dem Thema fällt es mir tatsächlich schwer, wie man ja merkt. Ich habe schon einige gemacht, zum Glück nicht jetzt so dicht innerhalb der Familie, jedenfalls nicht in letzter Zeit, sondern nur für Freunde und Bekannte, für Altenheime habe ich auch welche gemacht, weil das war ja mein Beruf, in einem Altenheim zu arbeiten, also nicht als, also als Pflege, das ist doch auch echt schön, oder? Sondern in der Betreuung, und da habe ich dann für Kollegen und für die Hinterbliebenen, zurückgeblieben passt ja nicht, aber Hinterbliebenen auch Karten gemacht. So, hier nehme ich es dann ein Stückchen weiter nach rein, weil der Stempel ist ja nicht so groß. Ich glaube, der ist für eine DIN-Langen Karte hier jetzt eigentlich schon zu klein. Deswegen habe ich auch die, ach Gott, hier, guckt, ich dussel. Moment, das muss ich mal kurz sauber machen, damit ich hier nicht die Karten schmutzig mache. Das mache ich schnell mal mit meinem Mikrofasertuch. So. Und schon habe ich den Faden verloren. Ja, also diese ganz kleinen Stempel finde ich bei einer DIN-Langen Karte denn doch nicht mehr so schön. Da muss ich mal gucken, ob ich gleich noch was mit reinstempel. Mal gucken, wie das denn aussieht. Stempel sauber machen und dann gucke ich mal, wie das aussehen würde. Dazu muss ich es gleich erstmal drehen, aber ich will erst den Stempel zurück machen. Drehen und gucken. Ob wir hier noch hinsetze, damit es jetzt doch nicht so ganz nackig ist, die Seite. Und dann kleben wir die gleich zusammen. Also die drei Karten, wo ich den Kartenrolling schon habe. So, sauber machen.
für die Kartenrohlinge, die werde ich auch noch mal gleich was stempeln. So, den packe ich hier auch rüber. Dann packe ich das Stempelset weg und nehme mir die Ranken von diesem Randstanzen-Set. Moment. Und wollte das da innen reinsetzen. So. Und zwar habe ich mir gedacht, dass dieses kleine hier, das ist nicht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das nehme. Mache ich das so ein bisschen hier an den Rand ran? Nee, ich lasse das weg. Das ist mir zu verspielt und nicht dem Anlass angemessen. Wie findet ihr es? Also, wie ist es bei euch, wenn ihr Trauerkarten macht? Macht ihr die eher verspielt, trotz alledem, trotz dem Anlass? Oder macht ihr sie auch eher wie ich? So ein bisschen zurückhaltender. Wie ist denn da eure Vorgehensweise? Wie gesagt, für mich ist das immer so, ich gucke mir ja auch viele Karten an und finde die dann auch schön, aber für mich selber könnte ich denn das nicht so überladen machen. Mir ist gestern übrigens gesagt worden, ich benutze viel zu viel Tombow. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen. Nicole, hast gesehen. Ich habe jetzt weniger genommen. Wahrscheinlich immer noch zu viel. Aber weniger. So. Nummer 1. Die habe ich ja jetzt schon. Dann nehmen wir die. Und dann wüsste ich ja gern, welche von denen euch am besten gefällt. Habt ihr schon mein Gewinnspiel gesehen? Und wenn ja, habt ihr schon kommentiert, damit ihr dran teilnehmen könnt? Oder habt ihr gar keine Lust, dran teilzunehmen? So, Nummer 2. Und dann nehme ich Kartenrohlinge mache ich, also ich mache die Karten nachher noch fertig, aber das muss ich jetzt nicht innerhalb der Kamera machen, wie kleben geht. Wisst ihr ja. So, und das war ein bisschen zu viel rüber. So. Und dann ist das Video auch schon wieder fertig. 3 Karten und hier ist noch der Rohling und dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, den kann man gar nicht richtig sehen, ne? So, hier muss ich mal ein bisschen, hier steht, diesen Verlust beschreiben, keine Worte können diesen Verlust beschreiben, finde ich sehr schön, mache ich gleich auch noch fertig. Dann habe ich hier diese aufrichtige Anteilnahme, gegangen, aber nicht vergessen. In tiefer Verbundenheit und stiller Trauer und in stiller Trauer und Anteilnahme. So, welche von den Karten gefällt euch am besten? Und schreibt mir doch gerne bitte auch, wie ihr eure Trauerkarten macht. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.